Frau Badia, Sie sind Expertin für Pfleger und Betreuung. Beim Fosoziales Wien leiten Sie auch den zuständigen Bereich. Was bietet der Fosoziales Wien da alles? Ja, herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Der Fosoziales Wien ist grundsätzlich für alle Menschen in Wien da, die Unterstützung brauchen. Und im Bereich Pflege haben wir ein sehr vielfältiges Angebot. Das geht von Pflege und Betreuung zu Hause über Tageszentren bis hin zur stationären Pflege, was also so die Wohn- und Pflegehäuser in Wien sind. Jetzt gibt es da tolle Leistungen, die ja wahrscheinlich auch, oder die haben ihren Preis. Wie schaut es da aus, vor allem auch mit kleinen Pensionen? Also gleich vorweg, natürlich muss jeder einen Kostenbeitrag bezahlen, aber es ist so, dass der abhängig ist vom Einkommen und vom Pflegegeld, also insbesondere der Höhe des Pflegegeldes. Bei den meisten Leistungen ziehen wir dann auch die Miete ab und die Differenz zum echten Preis fördert der FSW. Das ist dann die Förderung und die Förderzusage, die wir geben und damit... Ja, ja, er ist ungeschickt, ja, er lernt es nicht. Damit ist es und bleibt es für alle leistbar. Jetzt werden wir ja auch immer älter. Jetzt, wenn man zu Hause sein will, das ist natürlich, jeder will so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Wenn man aber nicht mehr alleine zurechtkommt, wie geht man damit um? Ja, da sprechen Sie was sehr Wichtiges an. Es ist so, dass wir im Fosoziales Wien das Motto haben, mobil vor stationär. Was wir damit meinen, ist, dass wir so lange als möglich die Selbstständigkeit zu Hause unterstützen möchten. Und die erste Anlaufadresse im Fosoziales Wien ist immer das Kundinnenservice, das jeweilige Beratungszentrum, wo individuell beraten wird und dann die jeweilige Leistung vermittelt wird. Das beginnt jetzt bei Essen auf Rädern, das glaube ich jeder kennt, geht über einen Besuchsbegleitdienst für Unterstützung bei Behördenwegen und so weiter, bis hin zur Heimhilfe und dann zur Hauskrankenpflege, Langzeithauskrankenpflege. Wir vermitteln allerdings auch Leistungen, die teilweise oder befristet von der Kasse unterstützt werden. Dazu gehört die mobile Ergotherapie, dazu gehört auch die medizinische Hauskrankenpflege. Und wenn es dann irgendwann einmal leider auch soweit ist, unterstützen wir auch alle Familien inklusive Angehörigen und Betroffenen mit den mobilen Palliativteams bis zum letzten Tag. Die mobile Hauskrankenpflege, die ist ebenfalls ein Thema und wir haben eine Mitarbeiterin begleitet. Und wie das so ausschaut, da schauen wir rein. Monika Binder ist eine von 120 diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die für die mobile Hauskrankenpflege des Fosoziales Wien arbeiten. Rund 6000 Kundinnen und Kunden werden jährlich betreut. Ausschließlich medizinisch, zu Hause und auf Anordnung des Arztes. Der Fokus liegt immer darauf, die Selbstständigkeit der Kundinnen und Kunden zu erhalten. Das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich in dem Umfeld arbeiten kann, wo die Menschen leben. Auch die Dankbarkeit, diese persönliche Beziehung, die ich aufbauen kann. Ich muss sofort, wenn ich die Wohnung betrete, eine gewisse Empathie aufbauen. Ich muss sofort einsteigen können auf die Situation, auf den Menschen. Grundsätzlich gibt es die medizinische Hauskrankenpflege, die einen Spitalsaufenthalt ersetzt oder verkürzt. Er spart sich durch unsere Hausbesuche, dass er in die Ambulanzen fahren muss zum Verbandwechsel. Den Kundinnen und Kunden entstehen dabei keine Kosten. Daneben gibt es noch die längerfristige Hauskrankenpflege, die einkommensabhängig ist und vom Fosoziales Wien gefördert wird. Ich werde jetzt noch diverse Spritzen verabreichen, Infusionen anhängen, abhängen, noch Verbandwechsel durchführen. Also ich schaue nie auf die Uhr, wann ist der Dienst endlich aus, sondern die Zeit verläuft wie im Flug. Ja. Ein schönes Angebot, man sieht, der Patient genießt das auch oder der Kunde in dem Fall. Was mache ich, wenn es zu Hause gar nicht mehr geht? Ja, wenn es zu Hause gar nicht mehr geht, ist die erste Anlaufstelle wieder das Beratungszentrum, das Kundinnenservice. Auch in diesem Fall ist uns die Beratung ganz, ganz wichtig. Und zwar deshalb, weil wir über 17.000 Plätze in Wien im stationären Angebot haben. Und das Angebot auch vielfältig ist, nämlich stufenweise, beginnt beim betreuten Wohnen, wo hauptsächlich beim Wohnen unterstützt wird und dann Pflege aber schon rund um die Uhr dazukommt. Dann über die Pflegeplätze. Pflegeplätze ist das, was wir landläufig als sogenanntes Pflegeheim einmal gekannt haben. Da wird Pflege rund um die Uhr geboten und die medizinische Versorgung funktioniert dann nach dem Hausarztprinzip. Da gibt es auch eine spezielle Form davon, die sogenannten Hausgemeinschaften, wo man in ganz kleinen Gruppen wohnt.
Und das geht dann in der noch höheren Stufe und höheren Pflegeintensität bis zu den Sonderkrankenanstalten für chronisch Kranke. Das ist pflegerische und ärztliche rund um die Urbetreuung. Und jetzt ist es so, dass in all diesen Angeboten gibt es auch noch spezielle Angebote. Das heißt, wir haben spezielle Leistungen für Menschen mit Demenz zum Beispiel bis hin zu Patienten im Wachkoma oder Menschen mit neurologischen Erkrankungen und vieles mehr. Und deshalb ist auch hier die Beratung ganz, ganz wichtig. Was mir wichtig ist zu sagen, ist, wir haben überall wohnortnahe Angebote, Standorte, viele kleinere. Und es ist so, dass man sich selbst auswählen kann, wohin man möchte, wenn es einmal soweit ist. Aber dafür braucht es eben die Beratung und die Unterstützung bei der Entscheidung. Abschließend und noch ganz kurz zwei Aspekte. Natürlich ist bei der Pflege und Betreuung, das ist ein sensibler Bereich. Wie sichern Sie da die Qualität? Und vor allem auch noch ganz wichtig, was bieten Sie für die Angehörigen, wenn die pflegen? Also bei der Qualität, da muss ich Ihnen recht geben, das ist wirklich ein sehr sensibler Bereich. Vor allen Dingen arbeiten wir mit rund 50 Partnerorganisationen zusammen. Und wir fühlen uns auch für den Bereich sehr verantwortlich. Wir haben vor mittlerweile mehr als 10 Jahren Qualitätshandlungsleitlinien erarbeitet, auch mit den Partnerorganisationen. Es haben sich alle dazu committed, das umzusetzen. Mittlerweile verlangen wir auch die Einhaltung. Und wir schauen uns das natürlich regelmäßig an, ob das auch so ist. Und wir geben dann auch Empfehlungen für die Weiterentwicklung. Wir fühlen uns wirklich sehr verantwortlich, weil 127.000 Kunden vertrauen uns auch schon. Deshalb ist das tatsächlich wichtig. Bei den Angehörigen, wie Sie angesprochen haben, das ist ein Bereich, wo ich mir oft denke, dass er noch ein bisschen unterbelichtet ist. Uns ist der Bereich sehr, sehr wichtig. Wir haben ein Strategiekonzept Pflege 2030 erstellt, wo wir uns selbst auferlegt haben, wie wir Leistungen weiterentwickeln wollen bis 2030, was wir alles anbieten möchten, auch von den Abläufen her, was weiterzuentwickeln ist. Und hier gibt es ein sehr großes Paket für pflegende Angehörige. Wir haben auch bei der Umsetzung von dieser Strategie gleich einmal mit den Angehörigen begonnen. Und im ersten Schritt haben wir ein Tageszentrum geöffnet, sodass man auch am Wochenende Unterstützung findet. Wir planen auch ein weiteres zu öffnen, nächstes Jahr vermutlich. Und wir haben dann auch noch das betreute Wohnen, wo wir auch anbieten, Unterstützung für pflegende Angehörige. Das beginnt jetzt ab einer Aufnahme von 2 Tagen bis hin zu 5 Wochen, sodass wir einen Urlaubszeitraum abdecken können. Aber egal welche Beratung, Schulung, Angehörigenrunden, was auch immer man in Anspruch nehmen will, die erste Ansprechadresse ist immer das Kundinnenservice des Fosoziales Wien von 8 Uhr früh bis 20 Uhr abends.